Ja, hey Freunde und guten Morgen aus Malta. Ich habe jetzt hier gerade gesessen und eine halbe Stunde eine Episode aufgenommen, nur um festzustellen, dass mir innerhalb von 2 Tagen die zweite Speicherkarte durchgebrannt ist. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, das liegt an der Kamera. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nochmal passiert, denn ich habe, wie gesagt, jetzt in 2 Tagen 2 nagelneue Speicherkarten verloren. Ich habe eigentlich gerade eine ziemlich coole und entspannte Episode für euch aufgenommen und werde das Ganze tatsächlich jetzt nochmal versuchen. Das heißt, wir starten nochmal rein und ich will euch erklären, warum ich glaube, dass Japanisch-Sprachschulen vielleicht nur suboptimal sind, um euch wirklich Japanisch beizubringen, woran ich das festmache, was meine eigene Erfahrung ist, was die Erfahrung anderer Leute ist und welche Alternativen es dafür geben könnte. Ab geht's. Viele von euch wissen ja, dass ich 4 Jahre in Japan gelebt habe, dass ich ein Jahr auf einer Sprachschule war und dass ich natürlich auch Japanisch spreche, was zum großen Teil daran liegt, dass ich viel Zeit mit Japanern verbracht habe und ja über 3 Jahre auch mit einer japanischen Familie mehr oder weniger regelmäßig mehrfach die Woche Kontakt hatte, mit denen gelebt habe, mit Lilikos Familie, mit Liliko natürlich Kontakt hatte und am Ende 7 Monate auf dem japanischen Land gelebt habe mit einer alten japanischen Omi. Warum ich der Meinung bin, dass Japanisch-Sprachschulen nur suboptimal sind, um Japanisch zu lernen, hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass japanische Sprachschulen total an Zahlen gebunden sind. Diese Sprachschulen, egal ob sie länger existieren oder neu auf dem Markt sind, sind einfach an Zahlen gebunden. Sie müssen abliefern. Und das tun sie, indem sie Studenten neuerdings mehr oder weniger dazu zwingen, diese Japanisch-JLPT-Tests abzulegen. Denn die Schulen sind verpflichtet, zu einer höheren Ebene wiederum Zahlen abzuliefern und zu zeigen, dass in ihrer Sprachschule Studenten ein bestimmtes Sprachniveau in einer bestimmten Zeit erreichen. Das führt dazu, dass die Sprachschulen im Grunde einen großen Druck auf die Studenten ausüben. Und das passiert in der Theorie. Denn die Sprachschulen müssen es irgendwie schaffen, dass ihr in euren 12 Wochen, 9 Wochen, 6 Wochen, weiß ich nicht, 24 Wochen, 6 Monate oder ein Jahr Kursen es schafft, ein bestimmtes Japanisch-Sprachniveau zu erreichen. Und das sind die sogenannten JLPT-Tests, die sich in N5 bis N1 gliedern. Um dies zu schaffen, üben die Sprachschulen natürlich einen unglaublichen Druck auf die Schüler aus, in der Theorie. Sie werden euch im Grunde viel mit Kanji konfrontieren, viel mit Hausaufgaben konfrontieren und viele Schüler werden einfach nicht erwarten, dass da so ein immenser Druck entsteht. Das Ganze paart sich dann natürlich irgendwie bei den meisten Schülern mit dem Druck, auch arbeiten gehen zu müssen, auch Geld verdienen zu müssen, sich eine Wohnung suchen zu müssen, irgendwie in Japan ankommen zu müssen, in Japan aber auch leben zu wollen, Dinge erleben zu wollen und das Ganze mit einer Sprachschule gepaart, die eventuell Druck auf euch ausübt, schafft, wie ihr schon jetzt vielleicht ein bisschen merkt, nicht immer das entspannteste Environment, die entspannteste Umgebung, um in Japan ein Jahr im besten Fall oder ein halbes Jahr, je nachdem, wie lange ihr das gebucht habt, entspannt durchkommen zu können. Ich habe unglaublich viele Studenten erlebt, mich inklusive, die unter diesem Druck mehr oder weniger kollabiert sind. Ich habe innerhalb der Sprachschule die Klasse gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, ey Leute, es kann einfach nicht sein, dass ich irgendwie den ganzen Tag mich mit irgendeiner Theorie beschäftige, die aber ganz wenig Praxisbezug hat und das Ganze sich nicht nur als Fulltime-Job herausstellt, sondern im Grunde mehr als Fulltime-Job. Viele Studenten, die ich getroffen habe, die auch in meiner Sprachschule selber waren, haben Klassen gewechselt, haben teilweise aufgehört, waren völlig überfordert und haben sich auch oft gefragt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich habe nämlich gar nicht das Lebensziel, dass ich hier in Japan jetzt gerade leben will oder irgendwie einen krassen Job haben will oder ganz flüssig auf N1 hier Japanisch sprechen möchte, sondern ich will eigentlich nur ein halbes Jahr oder ein Jahr hier bleiben. Aber diese Sprachschulen sind nicht wirklich darauf ausgelegt. Die meisten Sprachschulen sind nicht darauf ausgelegt, euch ganz entspanntes Japanisch mit Praxisbezug beizubringen, wo ihr innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen einen unglaublichen Fortschritt macht, der euch das Gefühl gibt, ihr seid total geil in Japan unterwegs und könnt mit Leuten kommunizieren. Die meisten Sprachschulen sind, wie gesagt, darauf ausgelegt, dass ihr Progress macht, dass ihr Japanisch auch in der Theorie besteht und dass ihr den JLPT-Test abschließt, um auch für die Sprachschule eine gewisse Reputation zu bringen. Die Sprachschule benutzt da manchmal ein bisschen Dirty Boxing, also wirklich ein bisschen, sagen wir mal, dreckige Tricks, könnte man sagen, um euch unter Druck zu setzen. Eins der größten Sachen, die Sprachschulen nutzen können oder der größte Hebel ist einfach, dass sie sagen, hey, wir geben euch am Ende kein Zertifikat, wenn ihr diese Tests nicht besteht. Das ist absoluter Bullshit. Ich habe keinen JLPT-Test gemacht, habe trotzdem ein Zertifikat bekommen. Die einzigen Regeln, die es eigentlich in so einer Sprachschule gibt, ist natürlich, wenn du, okay, irgendwie mega ausfällig geworden bist, auffällig geworden bist, du zum Beispiel eine gewisse Attendance Rate, also du bist zum Beispiel unter 80% der Zeit oder ja, unter 80% der Zeit in der Sprachschule, weil du einfach die ganze Zeit schwänzt, dann kann es sein, dass die Sprachschule
dir ja im Grunde dieses Zertifikat nicht aushändigt, weil sie sagen, ey, das hast du dir einfach nicht verdient. Du hast einen Vertrag unterschrieben, in dem steht, du musst über 80% der Zeit da sein. Wir händigen dir dieses Zertifikat nicht aus. Natürlich ist dieses Zertifikat aber das, was viele Schüler haben wollen. Und deswegen übt die Schule da manchmal einen gewissen Druck aus, den ich nicht fair finde. Der teilweise auch einfach gelogen ist. Denn auch wenn man diesen JLPT-Test nicht besteht, hat man Anrecht auf dieses Zertifikat. Moment mal, ich kenne dich doch. Ja, ihr seid doch die, die noch nicht abonniert haben. Kommentare schreibt ihr auch recht wenig und geliked habt ihr auch noch gar nicht. Also, tut mal was für euren Creator, Freunde. Danke. Ihr merkt schon, dass sich so eine Sprachschule schnell als großer Stressknoten entpuppen kann, mit dem man einfach nicht rechnet. Viele Schüler, die ich kennengelernt habe, haben einfach am Ende von einem halben Jahr oder einem Jahr gemerkt, ey, ja cool, ich bin in der Theorie besser geworden, aber was ist eigentlich mit der Praxis? Und das liegt an einem ganz einfachen Ding. Klar bringen euch diese Schulen bei, dass Japanisch sich in verschiedene Höflichkeitsstufen gliedert. Aber ich sage mal so, sie gehen nicht wirklich weiter darauf ein, wann welches Japanisch am besten verwendet wird. Und es fehlt so ein bisschen der Drill, wann ist welches Japanisch eigentlich angebracht. Es ist ein bisschen so, als würdest du in Berlin leben und auf absolut krasses Berlinerisch irgendwie jemanden auf der Straße ansprechen. Das ist in Berlin vielleicht cool, wenn du aber nicht in Berlin bist, kann das sehr schnell sehr unhöflich werden. Und das Gleiche, so ungefähr müsst ihr euch vorstellen, gibt es in Japanisch. Es gibt unglaublich viele Höflichkeitsstufen, die man kennen sollte, um einfach herauszufiltern, wann ist es angebracht, in welcher Sprache jemanden anzusprechen. Aber man kann es auch von jemandem, der Japanisch lernt, gar nicht verlangen. Weil du müsstest im Grunde 4 oder 5 Mal Japanisch lernen, um diese ganzen Regeln, diese ganzen Höflichkeitsstufen dir so einzutrichtern, so einzudrillen, dass du es total drauf hast. Das heißt, meiner Meinung nach, es ist wirklich am besten, wenn man Japanisch mit großem Praxisbezug lernt. Und das tust du eigentlich auf der Straße. Die Leute, die ich in Japan getroffen habe, die am krassesten Japanisch konnten, waren immer die, die nicht mal in Sprachschulen waren, sondern einfach nur im Alltag mit Japanern gelebt haben. Nicht mit anderen Ausländern gelebt haben, nicht in einer Blase gelebt haben, sondern immer sich mit Japanern unterhalten haben. Ihr Schamlevel überwunden haben und sich einfach unterhalten haben. Denn Sprache kommt von Sprechen. Und dementsprechend ist das Sprechen einer Sprache wirklich das Wichtigste. Ich selbst habe ja dann die Sprachschule mehr oder weniger auch aufgegeben oder die Theorie und habe einfach immer weiter mich mit Lillys Familie umgeben, mit Lilly umgeben und mich immer weiter unterhalten. Und desto besser wurde auch mein Japanisch. Ich gebe euch mein Alltagsbeispiel. Oft ist es mir passiert, dass ich mit den Sprachschülern in der Sprachschule, mit meinen Klassenkameraden irgendwo war. Und die waren alle in der Theorie teilweise besser als ich. Aber ich war derjenige, der im Restaurant oder im Café oder mit den Leuten auf der Straße einfach viel schneller einen Praxisbezug gefunden hat, sozusagen gefunkt hat mit den Leuten. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass ich das irgendwie auf einem richtig krassen Niveau konnte am Anfang oder so. Aber wenige Sätze, einfach ein Gefühl für die Leute, hat oft dafür gesorgt, dass ich einfach schneller Praxisbezug hatte, schneller mich mit Leuten im Grunde befreunden konnte oder einfach ein befreundliches Gefühl bekommen habe. Und dann wurde ich immer gefragt, wie kann denn das sein? Du bist doch in der Schule, in der Theorie jetzt gar nicht so krass. So. Die Tests sind bei dir immer nur so mittelmäßig und so. Das liegt aber halt einfach daran, dass Sprache von Sprechen kommt und Leute halt auf der Straße, durchschnittliche Japaner, auf der Straße selber nicht die ganze Zeit Hochjapanisch sprechen, sondern einfach ganz normales Alltagsgefasel machen. Und wenn du Alltagsgefasel verstehst und Alltagsgefasel sprichst, haben die Leute halt das Gefühl, du bist einer von ihnen. Auch ist ein großes Problem der Sprachschulen, wenn zum Beispiel neue Lehrer da sind, wie bei mir das der Fall war. Ich hatte auf einmal einen neuen Lehrer an der Sprachschule, der musste sich erstmal einarbeiten und dementsprechend ist auch viel Zeit verloren gegangen, die der Lehrer sich da erstmal eingearbeitet hat und gar keinen Praxisbezug hatte, gar keine Erfahrung in seinem Lehrjob hatte. Und da ist natürlich auch viel Zeit verloren gegangen, die dann teuer bezahlt wird, und zwar von den Sprachschülern. Auch seid ihr total auf die anderen Schüler angewiesen. Wenn ihr zum Beispiel eine Klasse habt, die zur Hälfte gar keinen Bock hat oder die euch zur Hälfte in der Theorie überragt oder zum Beispiel auch nur auf die Theorie aus ist und ihr der einzige Schüler in der Klasse seid, der eigentlich Praxisbezug haben will und versucht, sich da voll reinzuknien, dann habt ihr einfach ein Problem, weil dann seid ihr angewiesen, und zwar auf das Kollektiv der Klasse. Insgesamt sind Sprachschulen eine gute Sache, aber für ganz andere Dinge und für vielleicht ganz andere Leute als die, die mit Praxisbezug schnell das Erfolgsgefühl haben wollen, in Japan mit Menschen sprechen zu können. Es ist eigentlich was, was du länger tun solltest. Denn wenn du viel Japanisch lernen willst, auch in der Theorie, viele Kanji, solltest du so eine Sprachschule mindestens 1 Jahr oder 2 Jahre auch besuchen und versuchen, dort immer mit den Leuten mitzuschwimmen, die wirklich schon gut sind und die auch das Ziel haben, in Japan leben zu wollen, arbeiten zu wollen und in der Theorie
Theorie richtig, richtig gut sein zu wollen und die dann irgendwann zu transferieren auf die Praxis, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr aber wie ich zum Beispiel jemand seid, der auf Theorie relativ wenig Lust hat, auf Kanji sagen wir mal auch nur bedingt, weil bis ich Kanji so gut kann, dass ich einen Brief flüssig in Japanisch schreiben kann, der für Leute auch Sinn ergibt und sich nicht anhört, als wäre ich irgendwie 3 Jahre alt, dauert es einfach Ewigkeiten. Und das muss euch einfach bewusst sein. Japanisch ist keine einfache Sprache, wenn du das Schriftsystem beherrschen willst, wenn du die Sprachsysteme alle beherrschen willst, wenn du einfach nur in der Praxis durchkommen willst und das Gefühl haben willst, du bist integriert und du kannst auf so einer Reise ganz entspannt mit Leuten sprechen, dann definitiv Sprachschule eher suboptimal. Aber das Abhängen mit anderen Leuten auf der Straße, mit Japanern sprechen, viel, viel schnellerer Lernerfolg ist da auf jeden Fall gegeben. Ich fasse nochmal zusammen. Sprachschulen sind natürlich eine super Sache. Aber nur bedingt. Sprachschulen können euch natürlich ein Visa sponsoren, was ihr natürlich mit Geld teuer bezahlt. Ihr dürft nicht unterschätzen, dass die Sprachschulen euch durchaus je nach Sprachschule unter Druck setzen werden. Ihr müsst diese JLPT-Tests machen und die Sprachschule wird natürlich den Unterricht auch darauf ausrichten. Das heißt, der Unterricht wird natürlich Praxisbezug haben. Wie viel ist dabei aber die Frage? Dass die Sprachschulen das tun, liegt nicht unbedingt selber nur an den Sprachschulen oder die Schuldzuweisung ist jetzt nicht nur den Sprachschulen zu geben. Denn in der Vergangenheit war es so, dass viele, viele Leute nach Japan gekommen sind, sich so ein Visum für eine Sprachschule geholt haben und dann damit komplett Schabernack getrieben haben. Sie sind zum Beispiel einfach arbeiten gegangen illegal, haben ihre Visa total überzogen, manchmal für ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr, sind illegal in Japan geblieben. Und da haben die Sprachschulen natürlich auch gesagt, hey, da schieben wir jetzt mal einen Riegel vor. Das kann nicht sein, dass ihr hier nach Japan kommt und hier Schabernack mit den Visern treibt oder mit den Visa treibt. Wir machen jetzt mehr Druck auf die Schüler. Ja, also es ist gar nicht mal so die Schuld alleine von den Sprachschulen, sondern natürlich hängen die Schüler da auch mit drin. Es ist einfach ganz wichtig, dass ihr mit dem Mindset rangeht, was will ich eigentlich? Wenn ihr wirklich nur schnell Japanisch lernen wollt, mit viel Praxisbezug, dann glaube ich, tut ihr das wesentlich schneller, indem ihr euch unter das Volk mischt, unter die Leute mischt und spart euch das Geld für eine Sprachschule. Wenn ihr sagt, nö, ich will mal das Gesamtpaket kennenlernen, Kanji, wie man Japanisch redet, wie alles aufgebaut ist in der Theorie. Ich genieße auch diesen täglichen Unterricht, dass ich irgendwo hingehen kann für 3-4 Stunden. Dann macht es definitiv. Seid euch aber bewusst, dass diese Sprachschulen nicht günstig sind. Denkt auf jeden Fall dran, dass das Arbeitsvisum oder die Arbeitserlaubnis, die mit einem Studentenvisum einhergeht, nicht selbstverständlich ist, auch nicht automatisiert kommt. Denn in der Regel müsst ihr diese Arbeitserlaubnis selbst beantragen. Und das dann auch nicht für einen Fulltime-Job, sondern das ist dann stundengebunden, 24 Stunden die Woche oder so. Passt also auch auf diese ganzen kleinen Lücken auf diese ganzen kleinen Fettnäpfchen, in die man durchaus schnell mal reintritt. Meine Empfehlung für euch ist ganz klar, dass ihr euch definitiv mit den Japanern beschäftigt. Denn das sind am Ende die Menschen, mit denen ihr sprechen wollt. Warum also nicht einfach mit diesen Leuten auseinandersetzen und mit diesen Leuten sprechen und vor allem die Sprache lernen, die diese Leute sprechen? Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Leben geben, was man hat, wenn man in einer Sprachschule Japanisch lernt, gewisse Vor- und Nachteile mal aufführen und euch einen kleinen Mehrwert geben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn ich lebe von diesem Kanal und bin darauf angewiesen, dass ihr ihn unterstützt. Vielen Dank, Freunde. Ich werde jetzt noch ein bisschen um meine 2 Speicherkarten trauern und ich muss das Ganze jetzt erstmal verdauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao.